So, servus Leute, willkommen im neuen Video. Wir rauchen heute von 7 Days Code Lemo 12. Türchen. Hier ist die Dose, normale 7 Days Dose. Zitronentabak wieder, also Cold immer wie 7 Days halt ist mit Eis, Minze so mäßig. Und Zitronentabak jetzt wieder. Ja, da kosten 200 Gramm 14,90 €. Jetzt rauchen wir erstmal die Shisha an, bis gleich. So, Shisha ist halbwegs angeheizt, ging ziemlich schnell bei 7 Days immer, ja. Ist immer direkt da so. Das ist auf jeden Fall positiv bei 7 Days, kann man schon mal sagen. So, kommen wir zum Tabak. Code Lemon. Zitrone mit Eis, so. Die Zitrone, ich finde das ist nicht so eine schöne Zitrone, nicht so eine frische, nicht so... Nicht so wie bei Lemon Chill oder Lemon Fresh. Ja, die schmeckt so ein bisschen so abgestanden-mäßig irgendwie. Das ist jetzt... Heftig gesagt, aber das schmeckt echt irgendwie nicht so frisch, einfach so. Also schmeckt auf jeden Fall gut, aber nicht so frisch wie andere jetzt zum Vergleich jetzt von Social Smoke oder von Genie. Also ist der Tabak gar nicht schmeckt, so würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn ihr halt einen richtigen Zitronentabak wollt, weiß ich nicht. Nachgeschmack schmeckt man schon so zitronig raus, aber ja. Das erste im Mund ist halt so ein bisschen so älter, so nicht direkt so eine ganz frische Zitrone und das stört mich auf jeden Fall im Tabak. Gibt nicht nur gute Tabaks, muss man halt dazu sagen, so. Aber an sich, ich habe den Kopf her gemacht, der Schnitt ist sehr fein, sehr, sehr fein. Nicht zu viel Molasse, eigentlich vom Molasseverhältnis zum Tabak ist es perfekt, so. Aber es klebt richtig an den Fingern, so. Der ist sehr fein, der Tabak, ist aber bei 7 Days immer so. Gewöhnt man sich auch dran. Und der ist rot eingefärbt, also nicht dieses standardmäßige, also das ist alles 7 Days rot eingefärbt, auch wie Adalias ist, glaube ich. Die sind dann nicht diese standardmäßige, die Tabakfarbe, dieses braun, sondern rot eingefärbt. Finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht. Generell 7 Days Fan und fast Lieblingstabakmarke. Aber der überzeugt mich jetzt nicht so hart wie die anderen. Ja, also, keine Ahnung, wenn ihr gerne Zitrone raucht, so, würde ich euch den nicht unbedingt empfehlen, da gibt es auf jeden Fall bessere Zitronen, wie zum Beispiel Lemon Chill oder Lemon Fresh. Aber so an sich, ja, keine Ahnung, muss nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Ich würde ihn jetzt nicht jeden Tag rauchen, so, nicht so wie so ein Lemon Chill. Ich auch nicht. Lemon Chill könnte ich jeden Tag rauchen, ja. Und das ist bei dem Tabak halt leider einfach nicht da. Finde ich ein bisschen traurig, weil der riecht ziemlich gut, also er riecht eindeutig frischer, wie er schmeckt, meiner Meinung nach. Vom Geruch her hat er diese perfekte Zitronennote. Auch nicht ganz so fresh wie beim Lemon Fresh von Genie. Also so wie so ein Zitroneneis, ein gutes. Ja, so riecht er. Aber Geschmack überzeugt mich einfach nicht. Das habe ich beim Geruch, wo ich den das erste Mal gerochen habe, habe ich eindeutig mehr erwartet. So, ja, weiß nicht. Noch ganz kurz, Setup. Wieder den Cäsar wie im letzten Video. Wir haben sogar die gleichen Schläuche. Wir nehmen es nämlich am gleichen Tag auch auf. Kann man euch auch sagen, wir sind ehrlich. Ja. Keine Ahnung. So leid es mir tut, ich kann ihn nicht empfehlen. Ich auch nicht. Also, wenn ihr einen Tabak wollt, wenn ihr einen Zitronentabak wollt, der nicht so teuer ist, also der ist jetzt, glaube ich, 2 Euro billiger wie der Genie. Weil Genie kostet ja 16,90 €. Ja. Wenn die 2 Euro euch wehtun, holt euch den, macht ihr nichts falsch. Ihr macht nichts falsch. Ist ein guter Tabak, aber wenn ihr die 2 Euro mehr in die Hand nehmt, habt ihr auf jeden Fall einen besseren Tabak. Auf jeden Fall so. Also ich glaube, die 2 Euro tun einem auch nicht so weh, so jetzt meiner Meinung nach. Auf jeden Fall für den Preis, ja, kann man nicht sagen. Für den Preis habe ich auch noch nicht viele andere, oder fast keine anderen Zitronen-Tabaks geraucht, so. Aber ey, diese 2 Euro, da bekommt man auf jeden Fall einen besseren Tabak für. Ja. Und das, ja. Und der Tabak, der kommt auch aus Deutschland, von Dream ist der hergestellt. Und
Ja, der wird für Dashi Germany. Dashi ist anscheinend eine Marke, denke ich. Wird da hergestellt und ja, in Deutschland. Drücken tut er nicht. Kratzen finde ich ein bisschen. Ich finde, er kratzt ein bisschen. Aber die Kohle auch ein bisschen zu weit in der Mitte liegen, ja, weil wir gerade viel Rauch wollen. Aber Rauchbildung ist auf jeden Fall gar nicht so. Es kratzt halt ein bisschen so, es liegt jetzt an der Kohle, aber drücken tut er auf gar keinen Fall. Wenn ihr Rauchbomben wollt, also viel Rauch wollt, dann auf jeden Fall 7 Days. 7 Days macht auf jeden Fall richtig krassen Rauch. So. Also, ich habe wenig Tabaks geraucht, die so einen geilen, dichten, schönen, vollen Rauch machen. So. Aber der Geschmack, der stört mich jetzt einfach ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also geschmacklich nicht das Beste, wie wir schon gesagt haben. Jetzt denke ich, kommen wir sogar schon zu unserem Ende. Das war dann eigentlich das Endfazit. So. Wir würden ihn wahrscheinlich nicht mehr so schnell kaufen, vielleicht irgendwann mal wieder. Aber folgt uns auf Social Media, links in der Videobeschreibung, Snapchat, Shisha Devils. Auf Wiedersehen. War's dann von uns. Ciao.